Hi, in diesem kleinen Video zeige ich euch, wie ihr WPF in einer Office-Anwendung einbinden könnt. WPF ist wesentlich schneller und moderner als Windows Forms. Es geht um diese Ribbenbar im Menü und so weiter. Also, zuerst mal machen wir das Ganze läuft unter Visual Studio. Visual Studio 2017 Community Edition, also kostenlos. Ein neues Projekt. Dann machen wir unter Office, VSTO Add-ins, ein neues Word-Add-in, sodass oben der Ribbenbar das geht. Das gilt natürlich auch für PowerPoint, Project, Excel und so weiter. Ne? Dann machen wir hier das Ganze natürlich in unserem schönen Projektordner. Es gibt ja ein VSTO-Projekt oder C-Sharp-Projekt. Ne? Dann sagen wir, das ist unser Word. Machen wir mal WPF in Word Add-in 02, weil ich das jetzt schon zum zweiten Mal mache. Dann haben wir jetzt unser Add-in als solches. Jetzt machen wir zudem, normalerweise müssen wir eine Ribbenbar dazu machen, dass man sie auch bedienen kann. Das ist oben diese Menüleiste, die fette Menüleiste in einer Word-Anwendung oder Excel. Machen wir New Item, da finden wir auch gleich unter Office. Die Ribbenbar, wir nehmen den Visual Designer für, damit es einfacher wird. Dann haben wir hier einen fetten Button dazu. Einen fetten Button, mit dem wir dann das Ding starten. Image Size, Control Size, machen wir schön groß, da kann man jetzt auch Bildchen dazu hängen und so weiter. Dann gehen wir hier rauf auf den Click Event, dass wenn das jetzt geklickt wird, dass ein WPF-Formular aufgeht. Okay, das war Nummer 1. Machen wir das mal nochmal zu, Vorbereitung. Jetzt machen wir den großen Trick. Gar nicht lang rummachen. Wir machen ein New Item zu unserem Projekt und zwar ein WPF User Control. Und das nennen wir am besten auch gleich, wir wollen da ein Formular machen. Sagen wir mal Form WPF, okay? Also ein Formular, wo nur WPF-Zeugs drin ist. So wie ist dann ein XAML. XAML heißt es. Nicht XAML, sondern XAML. Hier, das hier. Ne? Das ist jetzt unser schönes User-Formular. Der Vorteil von dem Teil ist wesentlich schneller und moderner. Wir machen hier den Background machen wir rot, dass man es nachher besser sieht. Und wir machen einen fetten Button rein, den man klicken kann. Da hat er jetzt wohl nichts gemacht, kurz. Nochmal einen fetten Button. Da haben wir ihn. Den kann man klicken. Da sagen wir, ich bin WPF. WPF. Und wir machen einen Click-Event dazu. Zuerst mal sagen wir Name. Name. Wir sagen, das ist Button Start. Button WPF. Und dann sagen wir noch ein Click-Event dazu. Click-Event. Und da kommt dann ein Event nachher auf die Dings rein. Und wir machen ein kleines schönes Label dazu. Große, fette Label, dass das WPF ist. Ich sehe schon, ich mache das jeweils falsch. Das heißt jetzt Label. Und dieses Label ist natürlich, das ist WPF. Und die Vorcolor ist Foreground ist gleich White. Und die Größe weiß ich jetzt nicht, wo man das einstellt. Wahrscheinlich Font Size. Machen wir hier 20. 30, damit man es besser sieht. So. Und hier machen wir, da weiß ich jetzt nicht, den Control weiß ich gerade nicht. Geht auch nicht drum. So, und jetzt haben wir, wenn ich jetzt das starten möchte. Geht dann noch nichts, weil dieses Element, wenn man das jetzt, also wenn man der Ribbenbar sind, sagen wir jetzt ja Push that Button und dann will ich das öffnen und sage dazu sage ich Form WPF Form ist gleich New Form WPF und dann sagt man Form.show. Das geht jetzt aber noch nicht.
wie wir sehen. Das ist der normale Eventwert jetzt, damit es angezeigt wird. Geht nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Das kommt der kleine Trick. Wir gehen hier rein, Doppelklick. Doppelklick. Hier oben geht es User Control. Das schreibt man um auf Window. Da ändert sich das gleich. Und schon haben wir ein Window, ein schönes. Und in diesem, das ist ja Vorderseite, jetzt machen wir auch die Backside. Und da gibt es auch eins, das heißt WPF User Control. Auch das machen wir zum Window. Jetzt schließen wir das Ganze wieder. Und jetzt gehen wir auf Ribbon Bar. Hier auf dem Code, da wo wir gerade programmiert haben. Und da steht jetzt auch kein Fehler mehr da. Punkt. Show, groß geschrieben, okay. Wir starten. Und der große Vorteil ist jetzt, dass man alles da rein tun kann. Der Button ist jetzt hier bei mir hier hinter, weil ich ja natürlich nur einige andere Controls geladen habe. Also, normalerweise ist der hier vorne bei Add-ins, wird es dann sichtbar. Und da habe ich jetzt den fetten Button. Voilà, komplett WPF. Und dass das ein bisschen anders ist als Windows Forms, das sieht man jetzt, man sieht es nicht so schnell, aber diese, das ist jetzt diese Rendering-Maschine dabei von WPF, die ist wesentlich schneller als Windows Forms. Und von daher kann man wesentlich schneller reinarbeiten. Wichtiger wäre es eigentlich, dass jetzt auch die Windows Core oder WPF Core mit reinkommt, mit dem man die Windows-Funktion von UWP hier mit reinkriegt. Ah, WPF ist auch schon mal sehr ganz schön gut. Wenn ihr Fragen habt oder einen Auftrag, dann klickt auf Subscription und sagt Raimund bitte Hilf.